So, Leute. Ich werde mir noch kurz ein bisschen Eisen mitnehmen, falls meine Rüstung kaputt gehen sollte. Aber sonst sollten wir alles haben, um jetzt eine ordentliche Farming-Tour zu machen. Und uns auf Level 30 zu bringen. Und dass wir dann wieder zurückkommen können und endlich die Pickaxe gut verzaubern können. Nach geführten Tausenden von Jahren. Das Gute ist, der Nether hier, oder mein Nether hier, ist noch relativ ungelootet. Heißt, hier findest du überall einfach Netherquarz. Das ist purer Luxus, weil wir einfach durchgehend dann die Level finden. Und dann dauert das nicht hier so lange bis Level 30. Ich würde sagen, ich farm so bis Level 30, 33, 35, 36 am besten. Dann können wir 330er Enchantments machen, das wäre heftig. Das wäre auch sehr, sehr gut und würde uns voranbringen. Aber mal sehen, mal sehen. Und ich habe natürlich nicht vergessen, Leute, wenn wir Glowstone sehen oder wenn ich Glowstone sehe, dann schnappe ich mir das direkt und nehme das mit, keine Sorge. Damit wir davon dann auch genug haben und die das Wasser genau endlich damit dann voranbringen können bei der Farm, dass es sich die ganze Zeit einfriert. Ich weiß nicht, der Nether zieht mich immer voll runter, Alter. Der Nether, das ist so richtig... Ich weiß nicht. Hier im Nether habe ich ganz bad feelings. Das ist gar nicht gut. Ich bin hier schon viel zu oft gestorben und habe viel zu oft stundenlang mein Stuff gesucht und dann viel zu oft stundenlang nach Nether gesucht und gefarmt und Level und... Oh nee, ich bin so froh, wenn einfach unsere Levelfarm fertig ist, dass wir uns da 10, 20 Minuten hinstellen. Haben wir einfach alle Level, die wir brauchen, für immer und ewig so gefühlt. Aber dieses Trostlose, hier immer wieder Farm, alles sieht gleich aus. Oh, Hilfe, holt mich einer hier raus, bitte. Bitte, ich will einfach weg. So, Leute, wir haben jetzt gerade Level 30 erreicht. Ich habe mir jetzt aber als Ziel gesetzt, wenigstens noch 33 zu machen. Mal gucken, je nachdem, wie ich noch Lust habe. Mache ich auch gleich 36. Dass, wenn wir nach Hause kommen, wir wirklich übelst viel enchanten können. Und wir am besten würde, also am liebsten würde ich dann direkt meine Pickaxe auf jeden Fall enchanten. Und dann halt die Rüstung oder mein Schwert, mal gucken. Schwert habe ich gesehen, würde ich Verbrennung 2 bekommen. Als 30er Enchantment wäre halt schon heftig so. Aber mal sehen, mal sehen. Ich denke, das liegt jetzt auch ganz von unserem Glück ab und vielleicht sterbe ich jetzt auch gleich einfach, weil ich dumm bin so. Ich habe gesehen, da drüben ist eine Festung. Da gehe ich aber sicher nicht hin, weil ich habe gerade 30 Level und die will ich jetzt nicht direkt wieder durch Sterben verlieren. In der nächsten Folge werden wir dann definitiv den Raum ausheben. Da werde ich auch direkt so ein bisschen quatschen mit euch, was ich da mache und so. Ich denke mal, das wird ganz interessant, vor allem der Raum. Oh, Alter, mit der Dia-Aqua-Picke dann und so, dann geht es ja auch schneller. Und ich denke, das wird dann, ab dann wird das Projekt satisfying, Alter. Dann habe ich richtig Bock. Am besten haben wir dann eine Glück 3 heute direkt, das wäre heftig. Aber dann müssen wir nur noch ab und zu vielleicht mal Dias suchen. Und haben halt einfach das komplette Game gefühlt durchgespielt, weil wir einfach Maschinen sind. Wir alle zusammen einfach eine riesige XP-Maschine, Junge. Dann haben wir in jeder Folge einen Fortschritt. Weil jetzt passiert es hier oft, yo, ich sterbe, dies, das. Und wir haben nicht immer einen Fortschritt, so wie vielleicht die letzten Folgen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es schneiden werde. Aber zum Beispiel habe ich jetzt, ich habe über anderthalb Stunden lang dieses kleine Stück der Farm gebaut und halt, wie wir da hochgekommen sind und so. Das habt ihr ja dann auch alles gesehen schon. So, ich würde sagen, ich baue jetzt noch ein Erz ab und dann mache ich mich mal auf den Weg nach Hause und mal gucken, was wir dann auf dem Weg noch finden. Batsch, Junge! Komm, komm. Pow, Alter! Junge, der hat so gezeigt. Bam, Alter. Stört. Was wollte er tun? Was wollte er tun? Nichts konnte er tun. Nichts. Okay. So, Jungs, wie ihr seht, wir haben Glowstone, anderthalb Stacks und fast 3 Stacks an Netherquarz und 36 Level. Jetzt heißt es bloß ganz schnell nach Hause. Und natürlich kommen wir wie bei diesem Ding raus, Junge. Irgendwann baue ich dich ab, Alter. Jetzt heißt es ganz schnell nach Hause. Und zu Hause heißt es dann enchanten, Alter, Junge, ich bin so hyped, ich bin so hyped, was wir bekommen. Und nein, ich finde schon wieder von dem Creeper sterben, Junge. So, Freunde, ich bin jetzt zu Hause und ich schnapp mir jetzt all mein Diakram, den ich besitze. Dann auf jeden Fall noch Lapis. Und jetzt können wir nur die Daumen drücken, dass da irgendwas Gutes bei rausspringt. Leute, was ist eigentlich ein Webstuhl? Irgendwie sieht der cool aus. Ich weiß nur nicht, was man... Ich glaube, Banner kann man hier drin craften. Naja. Also, auf dem Schwert bekommen wir Verbrennung 2. Keinesfalls schlecht. Haltbarkeit 3 nur auf der Picke. Haltbarkeit 3 auf der Rüstung. Okay, dann wissen wir, denke ich, alle, was angesagt ist. Verbrennung 2 auf 30er Level. Verbrennung 2, Schärfe 4. Sehr gut. Haltbarkeit würden wir bekommen. Schutz 4 auf der Hose und Haltbarkeit... Okay, dann machen wir Schutz 4 auf der Hose
Und danach enchanten wir die Pickaxe. Schutz 4, Haltbarkeit 3. Sehr gut. Und jetzt Haltbarkeit 3. Wenn da keine Efficiency drauf kommt, dann sind wir so am Arsch. Wir sind so am Arsch, wenn da keine Efficiency drauf kommt. Okay, scheiß auf Efficiency. Ganz ehrlich. Haltbarkeit 3, Glück 3. Das ist doch sehr, sehr schmackhaft. So, ich werde mir ganz kurz ein Buch holen. Beziehungsweise mal gucken, was würden wir auf dem Harnisch jetzt bekommen. Dawn 2, ja, ist eh low. So, denn ich will ganz kurz noch checken, Leute. Was würden wir bekommen, wenn wir ein Buch versuchen zu enchanten? Und ich werde übrigens direkt die Hose anziehen. Wenn die Haltbarkeit 3 hat, geht die eh gefühlt niemals wieder kaputt. Schwungkraft, Stärke, Schwungkraft. Schade, ich habe gehofft, wir bekommen Efficiency oder irgendwas. Leider nicht. Aber hier bekommen wir Efficiency. Okay, dann nehmen wir hier die Efficiency. Hauptsache, wir haben irgendwas, was halt schneller aushebt als normal. Das ist, denke ich, wirklich wichtig. Wie schnell ist die und wie, was ist noch die? Ja, da ist die Eisenpickaxe doch ein bisschen schneller. So, Leute, das Ding ist, hier wird der Anfang sein, der im Prinzip in Anführungszeichen darüber entscheidet, was wir machen. Denn, mal gucken, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich der Keller unseres jetzigen Hauses. Der Keller, der eigentlich viel zu groß ist für das jetzige Haus, aber hey, wir machen es einfach, Leute, wir machen es einfach. Ich werde hier jetzt nochmal eine Treppe runterbauen, um mal zu gucken, wie das gleich ausschauen wird, wenn wir unten aus dem fliegenden Berg, in dem wir uns gerade befinden, rauskommen. Und ich bin echt glücklich darüber, über die Enchantments, die wir jetzt mittlerweile haben. Wir sind echt gut vorangekommen. Ich überlege, ob ich wirklich noch einfach eine Farming-Folge mache unter der Erde, weil jetzt haben wir Glück 3. Heißt, wir bekommen aus den Dias so viel raus, dass wir die Dias nie wieder verbrauchen können. Und mit dieser einen Farming-Folge wäre dann halt alles gegessen, dass wir dann nach dieser Farming-Folge auch genug Cobblestone haben, um nun mal eben die Farm fertig zu bauen. Dann haben wir auch genügend Equipment, um die Farm fertig zu bauen. Aber mal gucken, ich habe ja schon viel geplant, Leute, habt ihr ja schon mitbekommen. Und dann ist es gefühlt erst 20 Folgen später passiert. Ich bin noch nicht der effizienteste Minecraft-Macher, aber das kommt alles noch. Glaubt mir, das kommt alles noch. Spätestens, wenn wir bauen, werdet ihr euch denken, boah, Velation, du bist so eine Maschine. Also hoffe ich mal, guck mal, ich weiß selber nicht, wie ich es bauen werde oder ob es schön wird oder nicht. Und wie tief geht dieser Berg bitte runter? Also jetzt mal ehrlich. Ah, okay. Hier sind wir beim ersten Ausgang. Und der geht sogar noch ein ganzes Stück tiefer runter, okay. Also wir haben auf jeden Fall genug Platz in dem Berg, um viel zu heftige Sachen zu bauen. Ach, hallo. Da sind wir. Okay, Leute, hier sind wir jetzt da, wo ich im Prinzip Glas einsetzen will, dass wir hier einen Raum ausheben, einen großen in Anführungszeichen. Und wenn ich direkt hier in den Boden Glas reinsetze, weil das sieht von außen doof aus, sondern so ein paar Ebenen schaffen und sowas von außen auch, kann man ja alles jetzt, Gott sei Dank, mit den sogenannten Gerüstblöcken bauen. Ist ja kein Problem mehr so. Deswegen alles easy. Und dann passt das alles. Achso, ich habe vorhin erst gemessen von 15 Minuten. Nacht. Was denn? Sieht immer so aus wie ein Pilot. Die brauchst du nur so. Wie ein Pilot. Ah. Wie so ein Pilot. Okay. Mach deinen Schluss. Ja. Ich bin der Pilot. Der Pilot. Ja. Nacht. Leute, unangenehm. So, Leute, ich habe jetzt hier mal ein bisschen. Der Pilot hat jetzt hier ein bisschen ausgehoben. Alles. Und wie ihr seht. Also. Ich weiß nicht, ob ihr erkennt, was ich vorhabe, aber das wird heftig. Das wird richtig heftig. Da habe ich dann vor auch Fenster und sowas, aber so richtig schön, wisst ihr, so richtig, nicht so hässliche Fenster, sondern so Chop-Fenster, wisst ihr, was ich meine, so richtig geil. Und hier habe ich vor, das vielleicht eine Ebene tiefer zu machen. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen, ich habe auch kein Wasser dabei, aber das machen wir dann später einfach mit Gerüstblöcken. Hier eins tiefer gehen, vielleicht mit Holz außen ein bisschen verkleiden und dann da das Glas reinsetzen, dass wir eine Art Glasboden haben. Und dann hier die Decke vielleicht noch so zwei, drei Blöcke hochsetzen. Dass wenn ihr runterkommt, dass ihr so denkt, boah, yo, wisst ihr, was ich meine? So ungefähr habe ich das vor. Aber mal gucken, ich habe jetzt auch wieder ein paar Stacks Cobblestone. Aber ich wäre wirklich dafür, und ich glaube, das mache ich auch so, dass ich einfach eine wirkliche Farming... Sorry. Dass ich wirklich eine Farming-Folge machen werde wieder. Weil wir haben jetzt Glück 3. Wenn wir jetzt einmal so viele Dias finden, wir in den letzten 8 Folgen zusammen, dann haben wir so viele Stacks an Dias, die können wir nicht verbraten, so in den nächsten 20, 30, 40 Folgen. Und deswegen, ich denke mal, das werde ich in der nächsten Folge angehen.
dass wir einmal auf jeden Fall im Untergrund farmen gehen und wenn wir genug Dias haben, nochmal im Obergrund Level farmen gehen. Und sobald wir das haben, Leute, ich glaube, also ich habe schon oft gesagt, ich habe schon oft gesagt, dass wir, sobald wir das haben, dann das Projekt richtig losgeht. Aber sobald wir das haben, sind wir Full Dia, enchanted, haben alle Dia-Tools enchanted, alles drum und dran eigentlich, was wir brauchen. Dann kann ich euch versprechen, ich verspreche es, okay, und wenn ich was verspreche, sage ich euch, dass ich das halte, kann ich euch versprechen, dass es richtig, richtig krass losgeht mit diesem Projekt. Also dann, Leute, dann wird jede Folge so fett was erreicht, wisst ihr, was ich meine, dann, aber lasst euch überraschen, wenn ihr mich glaubt, glaubt mir nicht, dann glaubt mir nicht, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder was auch immer, bis zum nächsten Mal und der Pilot sagt jetzt ciao. Was denn? Siehst du, das sieht immer so aus wie ein Pilot. Wie ein Pilot. Ah. Okay.